Hallo und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video für Gameplay Gamers. Ich habe mir heute mal ein älteres Spiel aus meiner Sammlung ausgesucht, und zwar Divinity 2 Ego Tarkonis in der Collector's Edition. So sieht die Box dann vorne aus. So sieht man schön den Helden mit einem Drachen im Hintergrund. Und so sieht die Box dann vorne aus. Es ist ein Rollenspiel. Man kann die Box halt vorne aufklappen und rechts sieht man dann direkt auch eine Figur von diesem Drachenritter. Im Hintergrund sollte man auch das Schwert beachten. Ich tue mich mit solchen Figuren immer schwer, die aus der Packung rauszuholen. Ich mag es lieber, wenn die direkt in der Packung drin bleiben. Erhöht irgendwie ein bisschen den Sammlerwert und man hat trotzdem eine schöne Figur in der Übersicht. Und ich möchte mit euch diese Box jetzt mal auspacken und euch zeigen, was sich so darin befindet. Da findet sich nämlich zum einen erst einmal eine Karte von der Spielwelt, die Welt von Rivellon, in dieser Box. Die Karte ist aus Stoff und ich halte sie euch mal näher ran. Man sieht nämlich direkt, dass sie auf Deutsch ist. Hier die Orobas-Fjorde, Leuchtenfeld, Hohenzell, das Trümmertal, eine Mine im Trümmertal, Trümmertaldorf, Allerort und so weiter. Ich kann euch leider wenig zu der Spielwelt erzählen, da ich das Spiel selbst nur sehr, sehr wenig gespielt habe. Aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, die 2 Stunden, die ich damit verbringen konnte. Ich hatte damals leider ein paar andere Spiele auf der Liste, die ich lieber spielen wollte. Aber es gibt ja noch ein paar weitere Sachen in der Box, die ich euch zeigen kann. Das wäre nämlich zum einen der originale Soundtrack. Der besteht auf dieser Disc leider nur aus 7 Tracks. Das kann nie im Leben der gesamte Soundtrack sein. Der hat mit Sicherheit 30, 40 Musikstücke. Was ich davon damals gehört habe, war der richtig gut. Aber ich kann halt nicht sagen, wie der sich im Laufe des Spiels entwickeln wird. Aber immerhin ein paar Tracks zum Anhören. Dann befindet sich natürlich das Spiel an sich. Das sieht aber noch mal so in einer Box aus. So stand die, glaube ich, auch 2009, als das Spiel rauskam im Laden. Sieht die Box dann hinten aus. Und so halt von innen. Auf der rechten Seite die Spiel-DVD. Das Handbuch, noch wirklich dick, wie man sieht. Alles auf Deutsch, alles Erklärungen zum Spiel. Also da bleibt sicherlich keine Frage unbeantwortet. Und zudem liegt dem Ganzen noch ein Poster bei, welches ich euch jetzt auch mal zeigen möchte. Sieht dann so aus. Kennt man ja irgendwoher. Ein kleiner Mehrwert, der jetzt aber nicht unbedingt bedeutend ist. Dann befand sich aber noch etwas in der Packung. Und zwar ein, weiß ich nicht, Tattoo. War das sicherlich, ja, ein Tattoo war das. Wieder abwaschbar. Und keine Ahnung, habe ich mir nie drauf gemacht, werde ich wohl auch nicht tun, aber wer auf sowas steht, hat ein kurzweiliges Vergnügen. So, das war es jetzt leider eigentlich auch schon mit der Vorstellung von dieser Box. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wer das Spiel noch nicht hat, darf ruhig mal einen Blick riskieren. Man müsste das Spiel, ich glaube, sogar zusammen mit dem Add-on mittlerweile schon zusammen kaufen können. Ich schätze mal so 20 Euro. Ich habe damals allein für die Box nur 25 Euro bezahlt. Da habe ich ein richtiges Schnäppchen gemacht. Jedenfalls von dem, was ich von dem Spiel gesehen habe, kann ich es euch empfehlen. Es ist jetzt nicht das Ultra-Rollenspiel wie vielleicht Gothic 2 oder The Witcher, aber es unterhält auf jeden Fall für einige Spielstunden und hat auch ein paar nette Ansätze, die ihr euch mal anschauen könnt. Lest am besten ein paar Tests oder guckt euch ein paar Gameplay-Videos an und entscheidet dann. Wenn ihr diese Box bekommt, ich kann sie euch einigermaßen empfehlen. Ich würde vielleicht nicht unbedingt 25 Euro bezahlen, auch wenn die Figur, die Karte und der Soundtrack den Preis so rechtfertigt. Mir persönlich war das ein bisschen zu wenig. Ich hätte gerne noch ein Making-of gehabt oder ein Artbook, aber und vor allem den kompletten Soundtrack. Aber auf jeden Fall ist es eine nette Box, die man sich ins Regal stellen kann. So, ich wünsche euch noch viel Spaß mit unseren Artikeln auf Gameplay Gamers und natürlich auch mit unseren YouTube-Videos. Bis bald!